Die wesentliche Lage in Ungarn hat sich nicht verändert, seitdem Orbán, der Ministerpräsident von Ungarn ist, wollte immer seine Macht zu vergrößern und zentralisieren und konzentrieren, hat Ungarn eine illiberale Demokratie genannt und Ungarn ist durch Orbán eine illiberale Demokratie geworden. Jetzt hat er schon alle Macht in seinen Händen, braucht keinen Diktator, denn sowieso passiert immer, was er will und alles, was er will, will passieren. Heutzutage aber hat er sich bemüht, auf dem europäischen Podium zu leben. Und die Flüchtlingslage, das gibt ihm eine Möglichkeit, sich als einen großen europäischen, nicht nur ungarischen Staatsmann vorzustellen. Das heißt, von dem ungarischen Podium zum europäischen Podium zu schreiten. Ich glaube, das ist sein Programm, das ist seine Konzeption. Ob es ihm es gelingt oder nicht gelingt, das ist eine andere Sache. Aber in Ungarn hat er schon Maximum seiner Macht schon gewonnen. Mehr kann er nicht gewinnen in Ungarn. So, und die Opposition ist sozusagen sehr schwach und sie haben keine neuen Ideen. Sie nehmen die Ideen von Fidesz und von Orbán. Und sagen immer das Gegenteil, was Orban sagt, aber das kann nicht für eine lange Zeit eine wirklich wichtige und sagen erfolgreiche Politik sein. Jetzt stehen wir so und werden wir sehen, wie es Orban beglückt, auf dem europäischen Podium eine wichtigere Rolle zu spielen und ob er wirklich in Ungarn selbst an ihren Nachwuchs lässt, er hat Nachwüchse, junge Politiker in Ungarn, die eben das sagen, machen, was er will. Aber ich glaube, dass er ist der bedeutende Mensch in Fidesz. Fidesz existiert ohne Orbán nicht. Mit sagen, ohne Orbán, die Fidesz ist eine mittlere Partei, nicht stärker als alle anderen Parteien. Also ohne Orbán ist Ungarn würde Ungarn eine pluralistische Gesellschaft sein, aber mit Orbán ist es keine pluralistische Gesellschaft, es ist eine Gesellschaft, die durch Zentralisation und Konzentration der Macht gezeichnet ist. Ich möchte es nicht theoretisch beschreiben. Ich möchte nicht, dass ein Autor das hier über Autokratie oder überhaupt keine Diktatur oder so etwas handelt. Ich glaube, das kann man mit diesen Wörtern nicht beschreiben. Vor 6 Jahren habe ich Orbán als Bonapartisten beschrieben. Bis zum heutigen Tage glaube ich, dass ich recht gewesen habe, dass ich Orbán gut kannte. Er ist ein Bonapartist, der immer auf die Maximierung seiner eigenen Macht konzentriert. Und weil er eben heute nicht in Mussolinis Lager ist und kann doch Eritrea oder andere Städte nicht erobern, das kann keine Außenpolitik der Eroberung praktizieren. Natürlich kann er nicht Rumänien oder Slowakien oder ich weiß nicht was erobern. So muss er doch eine andere Avenue, eine andere Möglichkeit der Machtkonzentration in seine Hände geben. Und das kann nichts anderes sein, als in der Europäischen Union eine führende Rolle zu spielen. Ich glaube, das ist seine Politik.